Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Rezept für eine Linsensuppe vorstellen, und zwar mit Würstchen. Und die machen wir in dem wundervollen Suppentopf in der Cook for Me. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Für meine Linsensuppe habe ich alles bereitgelegt, was wir brauchen. Das ist, glaube ich, noch übersichtlich, das geht sogar noch. Wir fangen an mit ein wenig Schinkenspeck hier, den werden wir gleich ein bisschen andünsten. Der ist mir fast schon ein bisschen zu mager, also wenn ihr fettigeren kriegt, ihr könnt auch reinen Speck nehmen, ich mag das. Also als rauchige Geschmacksnote hier Schinkenspeck, den ich mir habe schneiden lassen, genaue Mengen wie immer in der Infobox. Dann kommt bei mir dazu eine Cabanossi, da gibt es ja nun ganz viele Rezepte. Wenn ihr was anderes reinnehmen mögt, tut das, das ist mein Vorschlag. Das also zunächst mal als Basis für den rauchigen Geschmack. Natürlich brauchen wir dann für unsere Linsensuppe Linsen. Und ihr seht hier, ich habe hier 500 Gramm Linsen. Das sind sogenannte Tellerlinsen, die ihr eigentlich überall kriegt heute. Und das Tolle ist eben bei der Cook for Me, ihr müsst hier nicht großartig einweichen. Ihr werdet gleich sehen, das geht in 15 Minuten. Dann habe ich an Gemüsen, wie ihr seht hier, relativ viel Möhre. Ich mag das. Geschmackssache, wenn es euch nicht gefällt, nehmt ihr weniger. Ich habe hier Porree, ich habe Kartoffeln, die nach meiner Auffassung in eine Linsensuppe gehören. Alles eine Geschmacksfrage, alles nur ein Vorschlag. Und eine Gemüsezwiebel und Knollensellerie. Ja, was haben wir noch? Wir brauchen für die Flüssigkeit dann hier Brühe. Ich habe hier eine Fleischbrühe genommen. Ihr könnt eine Rinderbrühe nehmen, ihr könnt eine Hühnerbrühe nehmen, ihr könnt eine Gemüsebrühe nehmen. Wenn ihr es vegan wollt, klar, nehmt ihr eine Gemüsebrühe und lasst das hier weg. Zum Würzen werden wir ein paar Lorbeerblätter brauchen, außerdem ein bisschen Zucker als Gegenpart für einen milden Essig hier, ganz wenig, und ein bisschen Worcestersoße. Ich finde, das peppt so eine Linsensuppe immer noch mal auf, also Worcestersoße passt prima in eine Linsensuppe, meine Meinung. Und ein bisschen Senf kommt noch dazu, und zum Garnieren hinterher brauchen wir ein bisschen Petersilie. Ja, und als Einlage, wenn ihr es denn mögt, ich finde es passt gut, kommt natürlich ein Würstchen hinterher rein. Ich schneide das klein, aber auch da seid ihr natürlich völlig frei. Ja, was wir natürlich jetzt immer noch dabei haben, klar, ich habe es jetzt bisher nicht erwähnt, weil wir es wahrscheinlich nicht brauchen, schauen wir mal, vielleicht ein bisschen Pfeffer. Pfeffersalz gehört natürlich immer dazu, zu jedem Rezept. Mit Salz bitte vorsichtig sein, wir haben in der Brühe schon viel Salz, wir haben hier schon viel Salz, also Pfeffer könnte ich mir vorstellen, aber das nochmal zur Ergänzung, und ansonsten können wir jetzt auch loslegen. So, Cook for Me ist aufgebaut, und wir legen den Deckel jetzt zum manuellen Braten nur so ganz leicht auf, also nicht zumachen, sonst kriegt ihr eine Fehlermeldung. Und dann schalten wir das Gerät erstmal ein. Und wir wollen jetzt manuell hier arbeiten, also stellen wir auch hier runter auf manuell, bestätigen, und wir wollen klassisches Garen, also hier auf klassisches Garen, und wir wollen auch zunächst mal volle Pulle haben, also nicht schmoren oder die kleine Stufe zum Warmhalten hier, sondern jetzt auch wirklich volle Pulle braten. Ihr müsst nicht warten, bis er ganz am Anschlag ist hinten, sondern er heizt sich jetzt schon mal auf, wie eine Pfanne eben auch, und dann können wir zwischendurch schon mal gleich unsere Cabanossi hier und unseren Schinkenspeck reingeben. So, ihr seht jetzt hier, ja, er ist so etwas über die Hälfte, und das macht auch nichts. Wir müssen, wie gesagt, jetzt nicht warten. Jetzt können wir schon mal unsere Cabanossi und unseren Schinkenspeck reingeben. Man merkt auch schon hier, es wird heiß, und können wir hier schon mal
das Ganze anbraten, ein bisschen auslassen. Und ihr hört auch schon, das geht schon los. Und ihr seht, der Topf macht schon ordentlich Power, ne? Ah, ich liebe diesen Topf. Das Fett kommt so langsam raus hier. Man soll es ja auch aus dem Schinkenspeck und aus dem Cabanossi. Ja, und ihr seht, jetzt ist er es fertig, volle Temperatur, aber er macht eben schon richtig Power vor. Wir machen jetzt mal okay. Das sind jetzt schon so knappe 4 Minuten gewesen. Und ihr seht schon, ah, der macht schon richtig Feuer, ne? Also hier sieht man schon, das geht hier richtig weiter. Und dann können wir, glaube ich, auch weitermachen. Das reicht auch hier fürs Auslassen erstmal. So, ja, 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 das sieht gut aus, ne? Also hier brauchen wir natürlich kein Fett mehr, nichts mehr dazugeben. Und jetzt können wir gleich erstmal unsere Zwiebeln und den Lauch dazugeben. Das passt hier am besten gleich. Und lassen das erstmal jetzt ein bisschen mit anschwitzen hier in dem wunderbaren Fett von der Cabanossi und von dem Schinkenspeck. So, das reicht auch schon, wenn wir ein bisschen Röststoffe haben. Und jetzt gebe ich dazu die Möhren. Und auch Sellerie. Und das Ganze lassen wir jetzt nochmal gute 5 Minuten ein bisschen Röststoffe entwickeln. Und dann geht's weiter. So, dann jetzt hier die Möhren und Sellerie noch mal so ein paar Minuten, 3-4 Minuten mit andünsten lassen, anbraten lassen. Ah ja, braten. Und das reicht aber auch jetzt. Und jetzt kommen auch unsere Linsen dazu. Die Linsen habe ich nur gewaschen, ich habe damit sonst nichts gemacht. Also, jetzt kommen mir die Linsen in den Topf. Und auch die Kartoffeln kommen dazu. So. Kann man schon mal umrühren. Ach, hier oben sieht die Kamera auch wieder was. So. Und jetzt kommen alle unsere übrigen Zutaten hinzu. Außer der Petersilie und den Würstchen kommt jetzt alles in unseren Topf. Und die Brühe. Unsere Lorbeerblätter kommen jetzt dazu. Jetzt kommt hier die Worcestersoße dazu. Unser Zucker. Der wilde Essig hier. Und auch der Senf. Und was ich jetzt schon dazugeben kann an Gewürzen, kein Salz, das gucke ich hinterher, das würde ich hinterher abschmecken. Was wir jetzt auf jeden Fall dazu machen können, ist schon mal richtig Pfeffer, denn Pfeffer haben wir noch nicht dabei. Also, da können wir nochmal richtig zuschlagen. Aber mit Salz bin ich wirklich vorsichtig, ich gebe jetzt hier noch kein Salz dazu. Die Brühe war kräftig, die habe ich vorher abgeschmeckt, aber Pfeffer geht gut. Und jetzt geht es ans Dampfen, das heißt, wir machen jetzt den Topf zu. Und jetzt meckert er erstmal wieder. Ja, macht er immer, ne? Also, das darf man eigentlich nicht. Deswegen machen wir gleich hier weiter. Ja, ich möchte das Braten stoppen hier. Das heißt, wir bestätigen das jetzt hier. Und wir wollen jetzt garen unter Druck. Das können wir gleich von hier aus bestätigen. Das geht prima. Also, okay. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wie lange bei den Linsen hier. 15 Minuten sollte auf jeden Fall reichen für die Linsen. Also 15 Minuten, das sind ja immer Minuten am Anfang. Ja, können wir auch loslegen. Und jetzt kommt nochmal die Frage sofort. Ja, aber bitte, ne, sofort auf geht's. Und wir sehen uns beim Abdampfen wieder. Er heizt jetzt erstmal auf. Bis dann. Ja, hat es geklappt? Schauen wir mal. Also die Suppe ist wirklich
reichlich dick, aber das muss er selber entscheiden, wie dick er es haben möchte, wie dünn er es haben möchte. Sieht gut aus, sie riecht wundervoll. Und ich mache jetzt nur ein bisschen Petersilie drauf. Viel mehr mache ich jetzt gar nicht mehr, muss man nicht mehr machen. Die Würstchen habe ich ja jetzt schon reingegeben. Das müsst ihr natürlich selbst entscheiden, ob ihr jetzt ein Würstchen drüber legen wollt oder ob ihr das reinschneidet. Wie gesagt, ich finde es küchentechnisch, esstechnisch immer schöner, wenn das Würstchen klein geschnitten ist, sonst fuhrwerkt man da Messer und Gabel in der Suppe rum. Aber das ist eine Geschmacksfrage, wie ihr mögt. Nun wollen wir mal gucken, was denn so die Linsensuppe hier sagt. Ihr seht, also sehr kräftig, das ist definitiv ein Hauptgericht. Wir reden hier nicht von der Vorspeise. Mal schauen. Hammer. Hammer. Also, vielleicht ein Hauch Essig noch dazu. Das ist aber sowieso eine persönliche Geschmacksfrage. Es gibt ja auch Menschen, die mögen da kein Essig drin. Ich würde auch sagen, ein Hauch Essig noch dazu. Kein Salz mehr. Da ist auf jeden Fall genug Salz drin durch die Brühe. Nicht mehr nachsalzen, meine Meinung. Die Cabanossi und der Bauchspeck haben hier, der Schinkenspeck haben hier wirklich genügend Salz abgegeben. Ein ganz toller Geschmack. Auch die Würstchen da, die Kartoffeln, Möhren, alles das richtige Verhältnis. Ich mag es so. Das ist ja alles ganz persönlich. Und ich finde auch, die Kartoffeln gehören da rein. Das macht das Ganze so ein bisschen sämig und wirklich so suppentypisch sensationell. Also ich bin total zufrieden. Ich glaube, es hat super geklappt. Meine Linsensuppe mit Würstchen in der Cookformie. Wirklich toll. Tolles Rezept. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Ja, und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.